Ahoi und herzlich willkommen bei Medium Imperium, Howie zockt Stranded Deep, Episode Nummer 18. Wie ihr seht, ich habe noch ein bisschen off-camera gecraftet, das hat ewig gedauert, hier mit dem Ofen. Ich weiß noch nicht so recht, was man mit ihm anstellen kann. Keine Ahnung. Hier, da sind wir in der letzten Folge eine erste Runde geflogen mit unserem Gyrocopter. Falls ihr die noch nicht gesehen habt, dann seht die vorige Episode bitte jetzt, bevor ihr hier weiter schaut. Ansonsten wisst ihr überhaupt nicht mehr, was hier abgeht. Und dann macht ihr hier weiter und dann macht ihr mit der nächsten weiter und so fort. Ja, also wir haben rausgefunden, Walter White Style, dass wir Kartoffeln benutzen können, um uns Treibstoff zu craften. Packen wir hier die Kartoffeln rein, machen das Feuer an, dann geht's hier ab. Und dann gewinnen wir da Treibstoff draus. Wir sind die erste Runde geflogen von hier. Ja, eine kurze Runde über die Insel gedreht und dann hier auf unser Helipad geflogen. Das ist noch nicht ganz fertig. Wir müssen gleich nochmal los. Ein bisschen looten. Ich habe sämtliche Baumstämme, Planken, Holz verbaut. Für meinen ganzen Kram hier. Das war Wahnsinn. So, ich koche hier gerade noch ein bisschen Fleisch. Währenddessen packen wir unsere Sachen für die große Kaperfahrt. Oh ja, und ich habe... muss mal Ton am Fernseher leiser machen. Sonst höre ich es ja doppelt und kurz versetzt. Ist ein bisschen ätzend. Und ich habe es noch geschafft, tatsächlich das Gerbgestell und den Webstuhl hier hinzustellen. Der Webstuhl, der war ja hier so ein bisschen reingebackt. Sah ein bisschen mittelgut aus. Habe ich nochmal rausgeholt, nochmal weggekloppt. Und jetzt, es geht nicht hier so an die Wand, dass es ein bisschen wenig Platz wegnimmt. Aber keine Ahnung. Ist ja auch so ein bisschen, sieht auch aus wie so, weiß ich nicht, den Fachbegriff davon. So, weiß ich nicht, wenn irgendwelche hohen Damen sich zurecht gemacht haben, so ein Vorhang. Ding sie. Gut, mir kann hier jetzt keiner was abgucken, außer der Hai vielleicht, aber da ist auch noch die Wand dazwischen und ja, alles gut. Warte mal, dann craften wir uns direkt noch ein bisschen Leder hier. Dann haben wir den Kram auch einfach erledigt. Und ja. Ja, letzte Folge war krass, ne? Also mit, dass wir das rausgefunden haben, wie das läuft mit dem Treibstoffcraften. Alter, super geil. Dann auch gleich die erste Runde geflogen, haben eine halbe Ladung rausbekommen, eine Treibstoffladung, aber es hat erstmal gereicht. Wir werden gleich erstmal mit unserem Boot losfahren, denn ich traue es mir noch nicht zu, muss ich leider ganz ehrlich sagen, mit dem Helikopter loszufliegen. Da habe ich Schiss. Nachher reicht der Sprit nicht und dann sind wir richtig aufgeschmissen. Das wäre ätzend. Von daher, er wird nicht reichen. Das wird sehr wahrscheinlich nicht reichen. So, jetzt sind meine Fleischis da durch. Ich gehe noch einmal kurz gucken. Wir hatten ihn halb voll. Ja, guck mal. Der ist ja bei der kleinen Runde. Ist da so ein Achtel weggegangen. Das wird nichts werden. Nur zu einer Insel hin und zurück. Das können wir uns abschminken. Sag ich immer. Na, wo habe ich den gekochten? Der ist geräuchert. Der ist alles geräuchert. Ach, das ist noch gar nichts hier. Das ist noch gar nichts. So, da habe ich noch ein paar Kabel hier ausgefangen. Und dann grill ich mir den Chrom hier durch. Und dann geht das ab hier. Dann geht das los. Dann geht das ab hier. Habe ich noch irgendwas gebaut? Die Waterstill habe ich ja beim letzten Mal, glaube ich, schon hingebaut. Das ging auch tatsächlich leider nicht. Hier rauf zu bauen, war ein bisschen schade. Die Beete ebenfalls nicht. Aber den habe ich hingekriegt. Wie gesagt, ich weiß noch nicht, wozu man den verwendet. Oh, die muss ich auch mitnehmen. Zack, beziehungsweise den nehme ich als letztes mit. Weil ich noch nicht so richtig weiß, wann ich loskomme. Vielleicht düse ich auch erst nächsten Morgen los. Ich weiß noch, so penne ich hier sonst heute Nacht. Eine Runde auf Papier. Düte es wieder ins Wasser. Nee, Glück gehabt. So, einmal klettern, bitteschön. So, dann legen wir uns ja schon mal hier unsere Speere rein. Haben nur noch 7 Stück übrig, wie es aussieht. Wir haben reichlich viel verballert. Bei den beiden Haien letztes Mal. Wir müssen noch unsere Wasserbuddel auf jeden Fall auffüllen. Auf jeden Fall die Wasserbuddel auffüllen. Dass wir ein kleines bisschen in der Reserve haben. Warte mal, wie geht denn die Tonflasche zum Bauen eigentlich? Wie geht denn die Tonflasche zu bauen? Alle. Nein.
Und da Verbrauchsgegenstände wahrscheinlich auch, ne? Wie die Wasserflasche aus Leder. Nein, auch diese mit der Elementen wieder. So, denn hier drunter. Auch nicht. Sag mal, was ist denn hier los? Bin ich beknackt oder was? Oh, guck mal hier. Stoff, Rohleder. Ah, Rohleder. Das habe ich natürlich nicht geahnt. Jetzt habe ich das Leder gerade verbaut. Und noch einen übrig gelassen zufällig. Nein, habe ich nicht. Ha, hu, ha, hu. Ärgerlich. Aber wo finde ich eine Zitronenflasche? Bin ich bekloppt? Fahrzeuge? Nein. Anbaubeet? Nein. Story? Nein. Verbrauchsgegenstände? Da war sie bestimmt eben locker. Da doch Tonflasche. Ich dussel. Ah, das muss ich in dem Ofen machen. Okay, zweimal Lehm, einmal Taube. Ja, komm, was kriegen wir hin jetzt, ne? Taubwerk habe ich nie auf Tasche, aber das finde ich hier bestimmt noch irgendwo, oder sonst crafte ich mir das eben schnell. Ne, das ist ja überhaupt kein Problem. Habe ich noch. Den brauche ich erstmal noch, den mache ich mir auch gleich noch voll. Bauen wir uns erstmal ein paar Tonflaschen. Dann haben wir mal richtig was zu saufen mit. Oh, guck dir das an. Guck dir das an. Und craften wir uns gleich ein paar mehr, würde ich sagen. Warum nicht? Wow. So, Tauwerk. Tauwerk, Tauwerk. Ah, dann fülle ich die einmal auf hier. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei, vier. Die sind fertig. Die Fleische, da gehe ich einmal hin, stell das Feuer ab, damit, damit wir ein bisschen Holz sparen, ein bisschen Feuerholz. Das ist ja mal blöd, wenn das denn hier so rum fackelt. Der ist erst gekocht. Der ist erst gekocht. Ja, lassen wir den nochmal einen Augenblick brutzeln. Macht ja nichts. Oder können wir auch eigentlich gleich reinsnacken, ne? Pass auf, dann machen wir das so. Lass ich den hier kurz hängen. Und das dauert jetzt bestimmt einen Tag oder zwei, bis er verdirbt. Alles gut. Ja, ich habe die Haie noch off-camera gehäutet. Hatten ja auch, Hallöchen. Lass ihn kurz hier liegen. Jetzt brauche ich einmal kurz, Wo hatte ich die denn hingelegt? Die faserigen Blätter. Ach, ja, bei der... Oh Mann, was man nicht im Kopf hat, ne? Tausendmal hier hergelaufen. So. Eins. Zwei. Gudi, das war's doch schon. Und dann bauen wir unsere Tonflasche, würde ich sagen. Oder gleich direkt zwei. Muss ich hier daneben stehen wahrscheinlich. Zack. Verbrauchsgegenstände. Hallo. Da. Und Tonflasche. Oh, das ist ein gutes Ding. Und direkt kaputt geschmissen. Wahrscheinlich, nein. Geil. Geiles Ding. So, da muss jetzt ja auch mehr rein. Da muss jetzt ja auch mehr rein, ne? Alles andere wäre beknackt. Hallo? Spielhammer. Hallo? 18 Uhr und ein bisschen. Komm, dann gehen wir schnell pennen. Egal. Jetzt auch keine Lust drauf hier im Dunkeln. Und mehr mit euch. Dunkel habe ich auch Angst. Muss ich sorgen, ganz ehrlich. Na. Ich muss Wasser finden. Oh boy. Oh boy. Oh boy. Hab Wasser gefunden. Da. Süßwasser natürlich. So. Pass auf. Jetzt necke ich mir mal mein High-Steak rein. Ich weiß jetzt nicht, ob es vom Tiger-High ist oder vom Hammer-High. Aber. Ich sag mal, das ist mir auch egal. So, die sind alle geräuchert, die Vögel, ne? Jo. Und ihr auch. Ach, die sind auch erst gekocht. Dann muss ich die noch mal anschmeißen. Alter Junge. Ich dachte doch, die werden, das hat doch Ach nee, dieses Pling ist das erste. Und dann kommt die Eieruhr nochmal, ne? Und dann kommt die Eieruhr. Das zeigt an,
dass es geräuchert ist. Naja, okay. Töften. Den köchel ich mir auch gleich noch hier. Gut, wir brauchen jetzt ja auch echt viel Feuerholz dann, ne? Wir brauchen einfach Holz. Da wieder rein. Weil das irgendwann muss das Ding hier, also mindestens 24/7 laufen. Guck mal, geil. Geil. So, jetzt hole ich mir noch ein paar Faser, gibt er das? Dann brauche ich mir noch ein paar Ton, also zwei Tonflaschen hätte ich schon noch gerne. Also brauche ich 8 von denen hier. 1, 2, 3, 4. Egal, hat mir nichts weg. Hallo? Ich weiß jetzt nicht, wie viel ich habe. 6, 7, 8. So, Tauwerk. Na gut, die 4 Flaschen werde ich auch alle nicht voll kriegen, wenn die tatsächlich mehr haben sollten als die. Packen wir hier noch eine Tüte. Jausen, das geht ja richtig ab nach vorne hier, Alter. Verbrauchsgegenstände, Tonflasche, Verbrauchsgegenstände, Uhr, Tonflasche und 104 Tonflaschen. Bam. Jetzt gehen wir eine Runde den Kram auffüllen. Gucken, 4 Füllungen wäre gut. Sag ich mal, wenn er die hätte, 5 wären richtig stramm. Oh, na. 1, 2, 3. Gut, ich kann noch nicht mehr. Ah, ich muss dann auch gleich den Kram auch noch gießen, wenn ich wieder unterwegs bin. Das wird langsam echt zum Stress hier, ne? Das kannst du nicht anders sagen. Das ist hier langsam. Und ich dachte, ich müsste mir irgendwann keine Sorgen mehr machen um irgendwas. Da, das war die Eieruhr. Jetzt ist der Crap fertig. War das die Hacke? Nee. Ach, um zu klettern. Nein, klettern will ich natürlich nicht. Ach man. Das ist schon wieder. Ich dachte eben echt, ich habe eben gerade ein bisschen vorgezockt auf Camera. Ein bisschen was vorbereitet. Und es fallen einfach so viele Sachen an hier, ne? Es ist absoluter Wahnsinn. Was man denn nicht doch noch irgendwie alles machen muss. So, ihr seid jetzt alle gut, ne? Geräucher. Sieht ein bisschen aus wie Briketts. 1, 2, 3 packe ich mir ein, denn einen habe ich noch hier drin. Weißt du, was wir gucken können? Auch wir haben jetzt unseren Tragschrauber gebaut. Ob man nicht auch Dingsy bauen kann langsam. Ein Bootsmotor. Also die Sachen dafür sollten wir haben. Das müsste ja aus den gleichen Dingen geschehen. Gecraftet werden, wie aus den Tragschrauberteilen, oder? Da war ja auch was Motormäßiges bei, da war was Drehmäßiges bei, so dass man so eine Schraube antreiben kann. Spucke. Brauche ich wieder einen Hammer, um das anzugucken. So, Fahrzeuge. Da, guck mal. Ah, Duct Tape. Dafür brauchen wir das. Motorteil für Fahrzeug haben wir auch irgendwo noch. Treibstoffteil für Fahrzeug. Elektrosteil haben wir sowieso. Jau, Alter. Ach, guck mal, ich stelle mich mal hier rauf. Dann sieht er auch alles. Nee, doch, trotzdem nicht dabei. Kein Motorteil. Kein Treibstoffteil. Okay, das haben wir alles verkloppt. Aber das finden wir. Oder beziehungsweise wir haben es gefunden auch. Wir haben es irgendwo liegen lassen auf irgendeiner Insel. Haben wir gesagt, so den Kram lassen wir jetzt hier. Das brauchen tun wir nicht wirklich. Okay, dann können wir also auch, dann ist es auch gar nicht mehr so weit weg, dass wir uns das Ding hinzimmern. Fisch nice, fisch gut. So, ich habe jetzt 5 Beete. Ich würde überall am besten gerne noch 2 Schluck raufgehen.
bevor ich mich hier verabscheue von dieser Insel. Dann sammeln wir noch ein paar farbige Blätter. Können da irgendwie nochmal, weiß ich nicht, in die Kommentare schreiben, wie das Game so findet. Ob ihr das irgendwie abfeiert oder so ein Mittel. Ob ihr das nice findet, dass ich ein bisschen was off-camera mache oder sagt ihr, ey, ich will alles sehen. Wenn, dann will ich alles sehen. Auch wenn du eine Dreiviertelstunde rumstehst, um den Ofen zu bauen einfach, ja. Das gehört halt zum Game mit dazu und ich will das sehen. Das kann ja alles sein, ne? Ich bezweifle es, aber ey, komm, wenn du sagst, ich brauche das für mein Seelenheil, ich will überall dabei sein, dann respektiere ich das, ja. Also alles cool. Hier noch liegen lassen. Achso, ich habe neulich noch eine Palme hier gefällt. Ich weiß nicht, ob es on-camera war, off-camera. Hier auch eine junge Palme, hallo. Jo, geil, Alter. Was wollte ich? Den wollte ich reinstecken. Hack. 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 Schnell rein snacken, nehme ich den noch mal auf, hol ich mir noch mal ein paar junge Palmen hier weg. Und doch noch eine. Ja, ja, ja. So ist das alles, ne? Also, es wird hier langsam echt stressig mit so viele Beete unterhalten und so. Also ich habe ja neulich gesagt, in der letzten Folge muss ja jede Folge ein Sturm kommen. Jetzt würde ich mir einen herbei wünschen, der das. Hallo! Über 1000 Jahre hier rumgelaufen, ne? Und dann übersiehst du da trotzdem irgendwie. Hier bin ich ja 75 Millionen Mal lang gestratzt, um hier die faserigen Blätter zu holen. Den nicht gesehen. Achso, ich habe hier. Ach, okay. Ich habe neulich noch einen Baum weggemacht. So einen kleinen. Weil ich unbedingt Stöcke brauchte. Ich gesagt habe, okay, für zwei Stöcke fahre ich jetzt nicht auf eine andere Insel, um das zu bauen, was ich jetzt gerade bauen will. Und das wollte ich halt unbedingt off-camera bauen, weil es wieder 1000 Jahre gedauert hätte und so weiter. Und habe ich hier einen kleinen Baum weggehackt. Okay. Doch nichts übersehen. Ja. Gut, beim letzten Mal dann off-camera übersehen. Uah. Lass uns auch mal gucken, ob wir uns sowas nochmal ein anpflanzen. Aber Moment, also das Aloe Vera, damit kann man sich ja wahrscheinlich diese Sonnencreme basteln. Ich glaube nicht, dass das so ein super Problem ist, hier die Sonneneinstrahlung. Manchmal nervt, dann müssen wir mit dem Kopf unter Wasser und alles. Aber das ist jetzt nichts irgendwie, was uns. Was mich jetzt ganz groß nerven würde, so. Schauen wir mal. Schauen wir irgendwann mal. So, ich wollte mir noch ein bisschen. Ich wollte mir noch ein bisschen Wasser basteln hier. Zack, zack, zack. Zack, 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 zack. Irgendwas habe ich doch gerade schon wieder fallen lassen, oder nicht? Meine Axt. Ne, Axt habe ich nur in der Hand. Ja, dann weiß ich das auch nicht. Den war sie ja auch nicht. Ist hier noch was drin? Nö. So, nehmen wir die auf jeden Fall schon mal mit. Ich werde gleich nochmal pennen müssen. Oder beziehungsweise, ich kann die auch einfach zum Gießen benutzen jetzt, ne? Zack, dann hat der schon mal 3 Schluck abbekommen. Und dann lasse ich die auch einfach hier liegen. Und dann fülle ich mir den Rest einfach nur noch in meine Turmbuddel. So einfach ist das. So, das ist alles geräuchert. Macht das Sinn, dass ich mir das auch noch mitnehme? Wenn jetzt mal ganz hart auf hart kommt. Gut, hast du aber eigentlich immer noch die Kokosnüsse, die du snacken kannst, ne? Wenn alle Dämme brechen, brauchst du eben schnell ein Lagerfeuer auf der anderen Insel. Aber ich sag mal, schaden tut das nicht. So. Ich finde es eigentlich gut, dass es mal eine entspanntere Folge jetzt hier ist. Also die ersten knapp 20 Minuten zumindest. Letztes Mal war ja so ein bisschen, da habe ich mich sehr geärgert, dass einige Sachen nicht gingen, so wie ich das wollte. Aber ist auch alright. So, war der eine müsste ein bisschen voll sein schon. Die hat 3 Portionen. Zack, zack. Auf jeden Fall 5. Ja, können wir hier nachgucken. Bop, bop, bop. Da. Ah! Haben wir gesehen eben, ne? Zack. 5 Portionen, die ist hell. Die ist komplett dunkel. Also die wird jetzt voll sein. Die wird jetzt komplett voll sein.
Dann kriegen die ja alle nochmal einen Schluck Wasser oder zwei. Hallo. Zack, zack. Und dann können die auch gleich beruhigt auf Körperfahrt gehen. Alle, die mit uns auf Körperfahrt fahren. Ich habe auch eine Version von den Ärzten von, habe ich irgendwie nicht gehört, muss ich sagen. Also überhaupt, das Lied, die Ärzte nicht. So, dann lege ich hier noch eine Beschützung danach. Zack, zack. Achso, mein Räucherofen habe ich hier auch abgerissen, so wie mein Zelt. Weil, ja, braucht die nicht mehr. So, den ganzen Kram wenden wir mal auf. Hallo, hier ist noch ein Stock, Alter. Ich habe noch Platz für einen Speer drüben, ne, oder? Oder wie war das jetzt noch gewesen? So, packe ich mit hin. So. Also an was man alles denken muss hier nachher, ne? Wenn man hier auf Kaperfahrt fahren will. Am Anfang war irgendwie mir völlig Banane. Da habe ich gedacht, ja gut, jo, fahren wir los. Aber ich will das jetzt auch irgendwie ein bisschen perfektionieren. Langsam so ein bisschen, ne? Ich werde mir gleich noch ein Gegenmittel basteln, ey. Falls hier was in die Grütze geht. Da habe ich auch nicht was drin, da habe ich was. Pass auf, jetzt packe ich die. Ajo. Achso, gut. Ach man. Das ist doch alles. Ne, muss ich da jetzt die raus, da den raus, dann den da rein, dann die hier wieder raus und dann hier oben rein. Mann! Also hier Survivor sein ist echt kein. Das ist kein Zuckerschlecken, Alter. Echt nicht. Jetzt habe ich auch hier wenig Axt. Doch, wir kommen diese Folge nicht mehr los. Axt hat nur noch 12% Haltbarkeit, weil wir jetzt hier gleich wieder Regenwälder abholzen wollen. Das wird alles nix. Das wird alles nix. Da will ich die Abmod nachher machen, wenn ich gerade auf dem Fluss sitze. Zur Abfahrt. Ah. Naja, macht ja auch nix. Ja, gutes Wetter, ist alles gut hier. Ich würde natürlich gerne noch ein bisschen an meinem Haus weiterbauen. Jetzt fällt natürlich bald das Dach. Geht natürlich bald los. Jo. Jo. Und dann können wir mal gucken. Das wird uns dann auch bald mal Möbel bauen, ne? Das ist natürlich auch immer so eine Sache. Eine schöne. Ne? So, kann man hier noch was nachlegen, alter Schwede, ey. Ah, jetzt habe ich es getrunken. Aber muss ich auch eh. Jetzt kann ich hier noch wieder drüber nachlegen. Zack. Oh ja, können wir hier eine Menge trinken. Krass, wir brauchen mehr von diesen Wasserauffangbehältern. Damit da richtig, richtig viel drin landet während der Regenschauer. Ansonsten. Ansonsten sehe ich hier schwarz. Was brauche ich dafür? Wasserdestillationsanlage. Dreimal Stein, einmal Stoff, einmal Seil, ein Palmenblatt, ein Kokosnussflasche. Kokosnussflasche habe ich verbaut in dem Ding. Jetzt hole ich mir hier noch einfach so eine Kokosnuss. Boing. Jetzt habe ich natürlich. Irgendwo hatte ich noch ein Seil. Irgendwo habe ich hier vorhin noch ein Seil gesehen. Da ist ein Seil. Tauwerk, ja. Verklagt mich. Und Steine brauche ich noch. Steine. Bringe den Lehmer ab. Boing, 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 boing. So, habe ich noch die Floren. Also muss ich mir eine Kokosnussflasche bauen. So, zack, Kokosnussflasche. Gebaut. Brauche ich dreimal Stein. 1, 2, 3. Das war's mit Stein hier langsam, ne? Ich habe neulich noch gesagt, ich habe noch 1000 Millionen Steine. Das war gerade der 1000 Millionste. Offensichtlich. Jausen! Was wollte ich mir bauen? Den. Dann brauche ich noch einmal Stoff und einmal Tauwerk. Einmal Stoff, 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 Stoff.
Welche Staffeln geworfen? Jetzt habe ich Ohrwurm. Wo habe ich den ganzen Staffeln gepackt? Hatte ich nicht noch jede Menge Sheets hier einfach? Ja, Leder. Hi-ho. Stoff mehr, ne? Beben kann ich mir gerade auch nichts, weil ich keine farbigen Kerne mehr habe. Ich hätte ja noch Stoff. Das veräppelt mich doch nicht. Hatte ich offensichtlich nicht. Hatte ich auf. Doch, da doch! Meine ich doch. Sag ich doch. Zack, kann ich nicht aufnehmen. Weil, weiß ich nicht. Droppe ich hier mal in der Mitte meine beiden Messer. Da kommen wir noch ein Tauwerk. Das ist Ding doch. Baue ich mir hier vorne einfach hin. Ja? Ich kann mir, wie gesagt, nicht auf meinen Steg hier bauen oder auf mein Dingsi-Bumsi, was ich gern getan hätte. Dann baue ich die hier hin. Das ist alles nichts. Ne? So, egal wie die stehen. So, auch mal einen mehr. So, jetzt meine Messer nicht verlieren hier. Das sehe ich, muss jetzt auch schon wieder kommen. Dass ich die nie wieder sehe. Ach, guck mal, hier jede Menge Speere noch, Alter. Messer. Ach, guck mal, stimmt. Quatsch, die Dinger kann ich ja auch nachlegen hier, ne? Jalla, geil. Pass auf, hier hab ich noch mehr liegen. 1, 2, 3, 4. Ich muss nämlich neu hier auch eins zerkloppen aus irgendeinem Grund. Ach, ist das nice. Ach, dann haben wir ja genug. Das habe ich völlig aus den Augen verloren, dass wir die Dinger dafür auch benutzen können. Und ja, also im Prinzip für nichts anderes. Dann müssen wir uns das jetzt mal angewöhnen, dass wir die Dinger hierfür wegkloppen. So. Dann lege ich mir direkt. Da lege ich mir direkt die Büsche hier hin. Die Bündel, meine ich. 1, 2, 3, 4. Ja, reicht das mal, ne? Packe ich mir einfach 4 hin. Dann zerkloppe ich die bei Bedarf und dann packe ich die da rauf. Ende aus Mickey Maus. Komm mal mit Schatten am Boot. Ayo. Jo, geil. Geil. Das zerhacke ich auch gleich ein. Das hat ja sonst alles keinen Zweck. Palmwedel. Ajo. Und dann schmeiße ich gleich noch ein bisschen was rauf. 1, 2, 3, 4. Da geht auch noch 2 rauf. Und zack ich hier noch ein. 1, 2. Ja, guck mal. Bin echt heute nicht losgekommen, ne? Das ist krass. So habe ich jetzt alles. Da hinten sind meine ganzen Kisten. Ich habe Getränke brauche ich. Also ich muss mir da auch nicht alle von voll machen. Wir sind ja echt so gut immer hingekommen. 1, 2, 3. Wir sind so gut immer hingekommen eigentlich. Wir haben da nachher Kokosnüsse getrunken und alles. Guck mal, hier waren wir bei. Haben wir dem auch schon noch einen verpasst. Hier geht auch noch einer. Zack. Hier Kurafrucht. Die sieht auch gut aus. Die ist auch bei 2/3. Und du. Du kriegst auch noch einen. So. Na. Hallo. 3, 4. Und jetzt sag ich mal, gehen wir eine Runde pennen. Das müssen wir natürlich jetzt in unserem Haus machen. Weil ich den Unterschlupf abgerissen habe und dann ballern wir morgen früh gleich loskommen. Ich weiß noch nicht wohin. Habe ich die Südinsel? Habe ich die richtig zerholzt eigentlich? Sag mal. Ich brauche noch eine Dings. Eine ausgefeilte Axt. Wie viel hat die denn? 78% Haltbarkeit. Was brauche ich für eine ausgefeilte Axt?
Leder, Steinwerkzeug. Dann nehme ich mir noch einmal Leder mit. Oder kommt zweimal. Packe ich den ganzen Kram hier rein. Und dann ist auch das, dann ist das auch gut. Leder. Da die Axt. Nehme ich das raus. Packe ich da die Axt rein. Dann packe ich hier das rein. Und der Rest kann an Land bleiben, ne? Würde ich mal so sagen. Kommen wir wahrscheinlich nachher auch tatsächlich nicht hin. Mit drei Kisten nur, ne? Die ständig mit sollen. Also nachher mal gucken. Ist das Ding ja natürlich ausgebrannt? Ah ja, guck mal. Okay. Lass ich erstmal so stehen. Ich habe jetzt eh nichts zum Nachfüllen. Ich habe keine Kartoffeln mehr. Alles easy. Dass das Ding auch ständig brennt, ne? Finde ich auch. Weiß auch nicht, was das soll. So, dann habe ich Speere, dann habe ich was zu essen, dann habe ich was zu trinken. Speere, essen, trinken. Ach, das Bett muss ich auch gleich noch einpacken. Dann gehe ich jetzt runter pennen. Und dann, ich glaube, nach Süden, oder? In die ganz südliche Insel, da haben wir noch nicht. Da haben wir da heftig rumgedingst. Ich weiß das gar nicht mehr, muss ich sagen. Wie krass wir da die Insel abgeholzt haben. Langsam ist es auch ein bisschen viel zu behalten. Also nur einen Stock habe ich noch. Das müsste jetzt alles leer sein hier, ne? Ich packe einfach ein. Gut, die bleibt hier. Und dann machen wir mal hier Leinen los. Und ab die wilde Fahrt. Und dann sag ich mal, fahren wir erstmal nach Süden, sag ich mal, ja. Weil den haben wir, glaube ich, komplett abgeholzt. Oder habe ich mal off-camera gemacht, auf jeden Fall. Was kann er da? Ist das da unsere... Hallo? Ja, da waren wir auch schon drauf. Da haben wir auch richtig viel schon weggehackt. So, ein Weg nach Südwesten. Dreh noch einen Tick ab hier. Backboard und dann gucken wir mal. Ja, guck mal, die habe ich auch richtig abgeholzt hier, ne? Die richtig weggemacht. Im Süden, auf der Südinsel waren wir, glaube ich, erst einmal. Da bin ich auch off-camera nicht nochmal hingedüst. Das machen wir jetzt mal. Da schmeißen wir uns mal kurz ran. Weil da müssten noch ein paar Palmen bestehen. Noch weiter. Oh, Backboard. Da, jetzt habe ich sie auch im Visier. Ja, guck mal, da steht noch jede Menge. Da steht ja noch jede Menge. Geil, geil, geil. Ja. Müssen wir mal überlegen, was die nächsten Schritte sind. Was wollen wir denn überhaupt machen bald hier mal? Erstmal natürlich Haus fertig machen. Bootsmotor bauen. Mehr Wasserdestillationsanlagen bauen, damit bei Regen richtig, richtig viel drin landet. Wir werden uns gleich... Nee, gleich werden wir uns erstmal noch nur Holz mitnehmen, Baumstämme. Und werden... Ja. Ja, nehmen wir erstmal nur Holz mit. Ich habe gerade gedacht Palmenbündel, aber wir haben auch noch gar nicht die, die Destillationsanlagen, dass wir irgendwie super viele
jetzt bewirtschaften müssten und dafür reichen die Palmenbündel noch aus. Ich habe gerade gedacht, packe ich noch ein paar Palmenbündel ein. Aber wir haben im Moment auch, sind gut aufgestellt eigentlich mit faserigen Blättern von unserem Juckerbaum. Und wir haben noch jede Menge Palmenbündel, die wir reinfüttern können in unsere Destillationsanlage. Da sollte das alles passen im Moment noch so, ne? Und jetzt werde ich hier gleich richtig schön abhaken. Muss dann gucken, dass ich vielleicht meine Dingsbums-Axt, meine primitive Axt, so weit runterhaue, dass ich kurz bevor sie down geht, ich die umbaue in eine ausgefeilte Axt, weil dann kriegt die nochmal wieder 100% Durability. So, ne? Das ist ganz geil. Und ich habe irgendwo neulich irgendwo Bojenbälle entdeckt, auf irgendeinem kleinen Schiffchen. Das war, glaube ich, in der Folge, wo wir dann auch das Dings entdeckt haben. Den Flugzeugträger mit dem Flugzeug drauf. Da habe ich natürlich nachher nicht mehr dran gedacht an die Bojenbälle, weil ich auch zu aufgeregt war. Jetzt müssen wir ja gleich schauen. Jetzt kommt hier bestimmt gleich wieder eine Krabbe, die uns irgendwie an die Wäsche will. Aber sonst geht das so, ne? Dann ist das so. Die kriegen wir auch tot. Da kommen richtig schön viele Palmen. Und ich habe mir mal ausgerechnet, das ist super unökonomisch, was ich mache, mit den Boden aus Brettern bauen, also mein erstes UG aus Brettern zu bauen, den Fußboden dort. Ich brauche noch 44 Baumstämme dafür. Also 44 reine Baumstämme, die ich dann zu Planken verarbeite, um das voll zu bauen. Das ist halt richtig, das war richtig, richtig, richtig dumme Idee gewesen. Aber ich meine, ich bin es ja auch, ne? Von daher, ein paar Palmen haben, musst du dir schon dran glauben. Komm, jetzt gib mir noch eine Minute, Krabi. Dann bin ich ready für dich. Dann kann ich dich. Hab ich den gerade schon gehört? Die machen Geräusche? Allerdings. Ich hab schon. Ich höre schon Stimmen. So, krallen wir uns nochmal unser Stepp. Essen, trinken. Boah, sieht okay aus gerade. Oh, jetzt habe ich mir natürlich kein Trinken eingepackt, ne? Oder nur eine Flasche. Ne, eine Flasche habe ich mir eingepackt, ne? Eine Tonbuddel. Ja gut, dann ist das so. Na egal. Packe ich mir einfach hier hin. Boing, 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 boing. Kugeln schon nicht weg. Den packe ich mir auch hier hin. Und dann brauche ich nochmal meine Hacke. Das was ich habe ich hier hinten drin, ne? Wollte ich ja immer. Oh, Tief hängen hier eine Runde. Ausgefeilte Axt. Und die primitive Axt. Dann bauen wir uns gleich. Denn wenn es so weit ist. Ach guck mal, da sind wir beim letzten Mal angelegt. Ach guck mal, da haben wir auch noch eine Crate. Hey, Krabi! Na? Was geht? Komm, ich mach dich tot. Ja, du tust mir hier. Ich hab keine Angst mehr vor dir. Ich hab Angst vor Wildschweinen mittlerweile. Gehst du doch mal tot? So. So, guck mal, wenn dann das hier schon so angeboten wird, den hole ich mir noch direkt nochmal. Oh, ich muss diesen. Noch ein Snack ab hier. Zack. Elektrisches Teil. Joa, warum wäre es nicht so dringend, ne? Hier haben wir das auch noch. Oh, guck mal, ein paar ausgefeilte Hämmer. Da haben wir echt viele von verbratzt, muss ich sagen. Da haben wir richtig viele von zerhauen. Beim Hausbau. Die sind mir da also minutenweise sind die mir da kaputt gegangen. Oder im Minutentakt, sagt man. So, wir lassen alles einfach wieder ganz. Dann mache ich das nachher wieder ein bisschen off-camera, dass ich mir das Zeug hier zerhacke. Jo. Super gut. Ja, nice. Nice, nice, nice. Nice, 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 nice.
Hinten ist auch so eine Felsinsel, ganz rechts, am Bildschirmrand. Hier auch noch ein Stock. Waren ja zwei Krabbis drauf auf der Insel? Ich kann mich gar nicht mehr erinnern. War jetzt mittlerweile schon auf so vielen. Nehme ich die auch noch unter den Arm hier. Komm. Na, wo ist mein Chevy? Abgelegt schon, ohne mich. Da doch. Zack, droppe ich den ganzen Kram hier erstmal. Bam, bam. Wollte ich nicht droppen, aber okay. Aber okay. So, primitive Axt. Wie viel hast du noch? Oh, das geht auch richtig ratzfatz. Aber den nutzen wir noch ein bisschen. Dann fangen wir erstmal hier an abzuhacken. Weil wir nicht so. Müssen wir das Zeug nicht so super weit schleppen. Jetzt kann ich den nämlich auch einmal so schnell. Hallo? Einmal so schnell hier rüber dödeln. Zack. Guck mal, den kann ich hier direkt hier rauf fällen. Da muss ich damit gar nichts machen. Zack, zack. Ja, das gibt richtig ordentlich Holz hier, beziehungsweise Bretter. Und dann können wir hoffentlich jetzt mit dem Loot, den wir jetzt in dieser Folge uns abholen, in der nächsten Folge dann das Haus fertig bauen, Alter. Das wäre natürlich ein Traum. Und einfach sagen, das Haus ist jetzt fertig. Zumindest außen. Innen kann man ja immer noch mal ein bisschen was machen. Das will ich ja gar nicht sagen. Da wollen wir auch noch Wände reinbauen und so. Da weiß ich nicht, ob es dafür reicht. Aber ich denke mal, müssen wir mal gucken nachher, ob wir hier 44 Baumstämme mitkriegen. Weil allein für die Bretter brauche ich 44 Baumstämme. Beziehungsweise, was natürlich heißt, ich brauche 44 Bretter. Ja, ja. Aber wir nehmen mit, was wir mitkriegen können. Wenn es nachher mehr ist, umso besser. Ach, guck mal, da habe ich schon abgehakt. Hier, zack, zack. Wenn es nachher mehr ist, umso besser. Wir können daraus ja auch noch, wir brauchen bestimmt auch irgendwann nochmal Bretter. Wir brauchen bestimmt auch irgendwann nochmal Stöcker. Und die Dinger können wir ja zu Stöckern zaubern. Zack. Nehme ich mal eben schnell Tränk hier. Zack. Aus der Nuss. Oh, dann esse ich die auch gleich. Komm, was soll der Geiz? Schöne Kokosnussdiät hier. Schmeckt meine Pipi nachher noch Bounty. Ist ja auch cool. Bounty habe ich auch so ewig nicht gegessen, ne? Schon richtig lange her. Aber ich will jetzt euch nicht mit Geschichten von mir langweilen, sondern lieber mit Baumabholz-Gameplay hier. Na, ich meine. Ist ja auch mal schön. Aber ich weiß immer noch nicht, wie ich von dieser Insel runterkomme. Also das theoretische wie ja, aber wie das nachher in der Praxis laufen soll. Bin ich im Moment immer noch aufgeschmissen. Ich kann es mir nicht vorstellen. Irgendwie. Ob man sich nachher die Teile, die man für die Flugzeugreparatur craften, die man dafür braucht, sich craften muss, aus den Teilen, die wir hier finden. Wir haben noch kein Update bei der Story bekommen. Ich fühle mich vom Game so ein bisschen allein gelassen. Aber vielleicht ist es nachher, vielleicht sehe ich es auch einfach nicht. Vielleicht sagt er ja, oh mein Gott, ist der Typ dumm? Das ist doch super offensichtlich, wie das geht. Und er ist einfach nur beknackt. Kann natürlich auch sein. Aber im Moment sehe ich das irgendwie noch nicht so. Wie und wo und was und wann und wie ich das mache. Aber vielleicht geht mir einfach irgendwann nochmal Licht auf. Das war ja auch gestern so. Oder beziehungsweise, was heißt gestern? Aber in der letzten Folge so.
dass er etwa so eine Eingebung hatte bei den Kartoffeln mit dem Treibstoff. Das war natürlich ganz witzig. Vielleicht kommt mir sowas ja hier auch noch bei der Aktion, wie ich nach Hause komme. Wobei im Moment läuft es echt gut, das macht noch Bock. So schrecklich dringend muss ich noch nicht nach Hause, muss ich sagen. Jetzt erstmal noch ein bisschen auch hier Zeug entdecken. Auf der Insel, auf den Inseln, auf das ist ein kleines Archipel hier, wie es aussieht. Und vielleicht gibt es ja noch irgendwie sowas Krasses wie hier, wie den Flugzeugträger. Vielleicht gibt es ja irgendwie noch was, was denn das Puzzle zusammenfügt, dass wir einfach zwei Sachen brauchen, um das Story-Ding anzuwerfen. Ich weiß es nicht. Müssen wir mal Ausschau halten. Ich würde sagen, da halten wir einfach mal Ausschau. Bin völlig in die falsche Richtung gelaufen. Ich muss mich abkühlen. Oh nee, ich habe gar keine Lust drauf. Ich will holzen. Da, guck mal, das sind doch schon ein paar schöne Baumstämme hier. Lass doch nicht immer die Axt fallen, Junge. Mei. Das sind doch schon mal ein paar schöne Baumstämme, du, weißt du? 44 sind es wahrscheinlich noch nicht. Aber ich hack mal weiter. Ich lasse es auch jetzt nicht Kopf ins Wasser halten, glaube ich. Es wird eh gleich die Schatten länger. Und dann geht die Sonneneinstrahlung auch runter. Und dann geht's ab. Geht's uns wieder gut. Oh, nicht zerhacken hier. Ja. So, jetzt erstmal. Ich hoffe, das reicht. Einfach für den Häuslebau. Der Kram, den wir hier reinschaffen. Schwer zu schätzen, wie viele Baumstämme wir jetzt haben. Wie viele leere Kisten habe ich mit? Oh, ich muss aufpassen, dass ich mir das Ding nicht zerhacke hier. 16% Haltbarkeit. Alles klar. Das nutzen wir noch ein bisschen aus. Zack. Sag mal, die Palme machen wir noch und dann bauen wir uns hier draus eine ausgefeilte Axt. Gleich mit dem letzten Schlag wahrscheinlich. Puff. Dazu brauche ich noch ein Steinwerkzeug, wenn ich mich recht entsinne. Ne? Aber wir hatten irgendwo noch Stein vom letzten Mal liegen, da an unserer Anlegestelle, wo wir beim letzten Mal gelegen haben. So, jetzt will ich kein Risiko eingehen, mir das Ding hier kaputt hacken. 11. Guck mal, können wir den noch zerhacken. Und jetzt hätten wir noch eine Palme. Ja, das war's mit Palmen hier, ne? Kann das sein? Alle Palmen weggemacht hier, Alter. Dann hacken wir noch ein paar Bäume weg. Komm, was soll der Geiz? Oh. Junge! Pass auf, ich pack einfach schon mal ein paar hier rein. Ab. Können wir gleich mal durchziehen, die Kisten, die vorne voll haben. Ja. Und dann sammeln wir noch ein paar Stöcke ein, würde ich sagen. Haben wir hier? Nix. Gar nix, alla. So, Baum. Tschüss. Ah, jetzt wird der Stock umgekippt hier. Mist. Ja, okay. Schade. 1. Ja, voll. Das sollte doch hier reichen, bitteschön, oder? So, 8,2%. Da geht noch ein kleines bisschen was. Am besten natürlich schön auf 0,1% runterhacken. Und dann daraus wieder 100 machen. Das wäre natürlich ein absoluter Traum. Ach ja. Irgendwie, ich hätte es ganz gerne. Ja, weiß ich nicht. Ich würde so gerne so viel wissen über dieses Game. Also ich würde. Ja, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Ich hätte jetzt am liebsten durch. Und würde wissen, was hier abgeht, weil ich echt neugierig bin, was uns noch so erwartet. Ich würde am liebsten alles auf einmal machen, aber wir müssen jetzt erstmal gucken, haben wir auch
Projekte hier mit unserem Haus bauen, sodass wir den Kram erstmal fertig kriegen. Das ist ja auch was, was ich nicht hier irgendwie halbfertig stehen und liegen lassen will. Da muss ich den kurz droppen. Und den ins Inventar. Ja komm, jetzt bastel ich mir auch da die Dingsaxt. Dazu brauche ich noch einmal das Leder. Ein Steinwerkzeug, das nehme ich mir so mit. Ich hatte irgendwo mir Leder eingepackt. In eine meiner Truhen hier. Ja. Ah, das hatte ich rausgelegt, oder? Kann das angehen? Nee. Ach nee, das ist ja noch ein Boot. Oder? Oder? Komm. Jo. So, einmal Steinwerkzeug. Dann habe ich eine primitive Axt. Einmal Leder habe ich. Und dann baue ich daraus einmal eine ausgefallene Axt. Ist nicht genügend Platz im Inventar. Ja, schön. Kann ich die ablegen? Da platzieren. Ausgefallene Axt. Super nice. Super nice. So. Dann packe ich mir hier die Kisten voll mit Stöckern. Wobei oberste Prio hat eigentlich, haben wir eigentlich erstmal die. Hä? Was mache ich hier? Wasser finden. Oha. Hab ich gar nicht dran gedacht. Auf die Uhr zu schauen. Auf meine geile Smartwatch mit meiner Samsung Health App. Pack, Trink, Drop, dann hole ich mir hier nochmal. Achso, guck mal, da sieht man sogar, ob die voll sind oder leer. Dann müsste das die volle sein hier. Schlürf, schlürf. Schlürf, schlürf. Zack, Drop. Und dann esse ich noch kurz eine Runde was. Zieh mir so ein dickes. So ein schönes Robbensteak rein. Geil, Mann. Ja, geht nach vorne. Geht nach vorne. Ich sag mal, ich penne jetzt eine Runde. Und dann müssen wir die Folge ja auch irgendwie gar nicht so lang ziehen. Ich habe immer gerne eine Stunde gemacht. Jetzt sind wir bei 50 Minuten. Ein bisschen drüber. Alles gut. Ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen bei Folge 18. Dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Wir haben heute, ja, im Prinzip sind wir auf Kaperfahrt gegangen. Hier eine Runde, haben gelootet, haben hier alles weggeholzt, soweit. Vorbereitungen haben sich leider ein bisschen gezogen irgendwie, weil ich noch meine Beete gießen musste und so. Das ist echt nicht wenig, was man gerade machen muss. Ja, aber sonst eigentlich alles cool. Wie gesagt, ich würde am liebsten jetzt, zack, wissen, was los ist, was mit diesem Flugzeugträger abgeht, was mit dem Flugzeug abgeht. Warum wir hier noch nichts haben bei der Story, da immer noch alles, ich meine, wir haben den Flugzeugträger ja entdeckt. Keine Ahnung, was da geht. Naja, ich sage auf jeden Fall vielen Dank fürs Zusehen. Lasst immer gerne ein Like da, kommentiert das Video, Abo nicht vergessen, Glocke auch immer noch anmachen, dann bekommt ihr immer noch eine Notification, wenn wir neue Videos hochladen hier auf Medium Imperium. Verpasst ihr absolut nichts mehr. Und dann sage ich ciao und bis bald, macht's gut, bis zur nächsten Folge. Ciao.